Wichtig bei eurer Zahnarztwahl ist zunächst, dass ihr euch versteht, dass ihr auf einer Kommunikationsebene seid und ein Vertrauensverhältnis besteht. Weitere Qualitätsmerkmale sind für mich persönlich, ob man sich ausreichend Zeit für eure Situation, für eure Probleme nimmt und dann alle Behandlungsmöglichkeiten, Behandlungsalternativen mit euch bespricht und diese auch transparent im Hinblick auf Kosten kommuniziert. Weitere Merkmale, auf die ich achten würde, wären Punkte wie Lupenbrille. Was man nicht sehen kann, kann man natürlich auch nicht behandeln. Genauso schaut es mit den Röntgenbildern aus. Ein analoges Röntgen war viele Jahre die einzige Möglichkeit zu befunden. Heute sind wir da deutlich weiter. Die digitale Röntgentechnik bietet eine viel genauere Diagnostik und zudem schont sie auch euren Körper, da sie sehr strahlungsarm ist. Falls euch dieses Thema interessiert hat und ihr noch mehr Informationen haben wollt, seid ihr herzlich eingeladen, auf unserer Webseite vorbeizuschauen und dort Näheres auf unserem Doc-Blog nachzulesen. Wenn ihr nicht lesen mögt, sondern lieber ein Video schauen wollt, schaut doch einfach vorbei auf unserem YouTube-Channel.